Du möchtest deine Arbeitszeit ausrechnen, damit du einen Überblick verschaffen kannst, wie viel du im Monat gearbeitet hast? Ich zeig dir, wie du das Kinderleicht in Excel stellen kannst. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt mal im Video immer Schritt für Schritt. Damit wir die Arbeitszeiten in Excel eintragen können, habe ich das Ganze schon mal vorbereitet, was wir benötigen. Im nächsten Schritt ist es noch so, dass wir die Arbeitszeiten hier eintragen. Das heißt also, wir gehen hoch zu Arbeitsbeginn und beginnen damit, dass wir die erste Zahl eintragen. Ich sage jetzt einfach mal, ich wähle 7 Uhr. Ist das eingetragen, gehen wir jetzt zur Arbeitsende und können jetzt eine x-beliebige Zahl hier auch eintragen. Ich sage einfach mal 15 Uhr und geben uns natürlich eine Stunde Pause. So, haben wir das Ganze eingetragen, gehen wir jetzt rüber zu Stunden. Und jetzt ist es so, dass wir hier mit der Formel beginnen. Das heißt also, schreiben hin gleich. Sagen natürlich, dass das Ganze mit dem Arbeitsende beginnt. Das heißt, wir klicken auf diese schöne Spalte drauf. Sagen wir, das Ganze soll minus sein mit dem Arbeitsbeginn. Und natürlich nochmal minus der Pause. Haben wir das Ganze ausgewählt, bestätigen das Ganze mit Enter. Haben wir jetzt unsere Arbeitsstunden hier drinnen stehen. Aber natürlich ist das nicht ganz korrekt, denn wir müssen das Ganze noch ins Dezimale umwandeln. Und das machen wir, indem wir nochmal auf diese schöne Spalte raufklicken. Gehen dann hoch zu dieser schönen Formel, die wir hier hingeschrieben hatten. Können das Ganze jetzt mit Klammer zu erstmal beenden. Und natürlich das Ganze mit Anfang mit dem Klammer auf. Haben das also jetzt in die Klammer gesetzt und wollen das Ganze mal 24 multiplizieren. Denn jetzt haben wir das Ganze in die schöne Dezimalzahl umgerechnet. Aber siehst jetzt hier natürlich, dass das Ganze nicht korrekt hier angegeben ist. Denn wir müssen das Ganze noch umändern oder umwandeln. Gehen also nach oben zu Benutzer definiert, steht jetzt bei mir. Wollen also das Ganze jetzt in die Zahl umwandeln. Das heißt also, wir gehen runter zu Zahlenformat, klicken also drauf und haben unsere Dezimalzahl. Jetzt sind wir schon so weit gekommen und können jetzt noch zum Schluss sagen, wir können das Ganze auf die anderen Arbeitstage natürlich auch anwenden. Das heißt also, wir gehen hier zu diesen Spalte und unten bei diesem schönen Punkt können wir also hingehen und sehen, dass sich der Cursor natürlich ändert zum einem kleinen Kreuz. Ziehen das Ganze also runter, sodass wir bis nach unten sind. Und sehen jetzt natürlich, dass die ganzen Werte hier 0 sind, weil wir hier noch nichts eingetragen haben. Aber das ist jetzt nicht das, was ich zeigen wollte noch zum Schluss, sondern wir gehen jetzt auf Gesamt. Sagen natürlich, dass wir das Ganze jetzt noch als Gesamtsumme hier haben wollen. Das heißt also, wir gehen hoch zu Formel, gehen zur Autosumme. Und natürlich sehen wir jetzt das Ganze hier aus, was er schon ausgewählt hat. Und können das Ganze mit Enter noch bestätigen. Und den jetzt hier unten hat die ganzen Zahlen eingetragen. Das heißt also, wenn jetzt noch irgendwo x-beliebig eine Zahl einträgst, verändert er natürlich hier auch den Wert. So, jetzt habe ich nur was eingetragen, um einfach dir zu zeigen, was er natürlich auch am Ende macht. Und hier unten hat er natürlich den Wert geändert. Genau das wollte ich dir auch zeigen. Wir sind also auch am Ende des Tutorials angekommen. Ich hoffe, dir, liebe Tutorial, hat das Ganze gefallen. Lass mir mal ein Like da, vergiss nicht zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir The Code 900 in Excel verpasst. Also dann bis zum nächsten Mal.